Oh, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Witcher 3 Wild Hunt. Heute mal mit Facecam. Hi. Ich habe mir vorgenommen, die Mainquest einfach ein bisschen weiter zu spielen. Habe mich schon mal vor das nächste Quest begeben. Das heißt, wir müssen zum Baron und dadurch müssen wir erstmal durch dieses kleine Dörfchen hier reiten. Rennen. Ja. Der Mann hat einen sehr tollen Posten. So, da vorne durch das Türchen. Weg, Junge! Boah, geh doch aus dem Weg. Oh, 4 Wachen. Da müsst ihr ein bisschen mehr auffahren. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Der Weg hat mich hierhin geführt. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Seid ihr nicht. Guckt er auch so, bitch, please. Öffnet das Tor. Feldwebel. Ihr seid nicht zahlenlos überlegen. Adal, der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Mach ich nicht. Was denkst du nur? Oh. Oh, hier ist ein Quest. Das sammeln wir noch ein. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Kreischlinge, ein neuer Auftrag. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben. Uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode. Hier verstärken wir nochmal schnell unsere Rüstung. Und schärfen unsere Schwerter. Ja, kann ich denn die Rüstung jetzt hier? Ja, Anführer. So, wunderbar. Hier ist nichts für dich. Nichts für mich. Oh, da hinten, guck mal. Guck dir das an. Da hinten wunderschöne pinke Blumen. Hier ist nichts für dich. Wenn da der Baron nicht ist, dann weiß ich ja auch nicht. Hier ist nichts für dich. 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 Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh. Eins, zwei, der sieht ja schon wieder aus wie jemand von Game of Thrones. Das ist wie der erste König, der am Anfang gestorben ist, der auf der Jagd gestorben ist. Anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt ihr nicht zum Tee? Nein. Kommt mir zumindest jetzt so vor. Ich kann mich natürlich auch irren. Einen anderen Gast. Ein Hexer. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Baratheon, oder? Baratheon war der Nachname, aber ich weiß nicht den Vorname. Das ist einfach nur Geplapper. Ich bin nicht zum Reden gekommen, mein Freund. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Okay. Lass uns drinnen reden, mein guter Freund. Noch nicht guter Freund. Vielleicht guter Freund. Fühl dich wie zu Hause. Erstmal Schuhe rausziehen. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Nein, danke. Ich bin im Dienst. Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Welen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Heißt sie denn sonst Brennerei, hm? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Wählen? Ist grauenvoll. Ein super Ort.
Komm zum Punkt, mein Freund. Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Bestimmt. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Du drohst mir? Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Okay. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie... Oh Gott, Olga, bist du's? Okay. Da hat die Ausbildung wohl nicht viel gebracht. Stolpert über einen Stein. Ah, die sieht schon cool aus, ey. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Erstmal ein paar Pflanzen sammeln. Cool, ich kann mit der Pflanzen sammeln. Sie braucht Hilfe. Wölfe! Oh Gott, die macht ja... Entweder die Wölfe sind übertrieben stark. Oder ich mache einfach kaum Schaden mit diesen Schwertern. Oh Gott, das geht eigentlich schon. Und von den Schadenszahlen her sieht es schon richtig gut aus. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ciri, wunderschöne Ciri. Kannst wieder runterkommen. Make-up ein bisschen verschmiert. Hm. Passiert bei so Kämpfen. Jo, so dick ist der Ast. Hallo. Und die muss da drauf balancieren. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja, ja, ich auch. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Maybe? Hm. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Kaum die Rede wert. Was machst du denn hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Ah, das ist natürlich unpraktisch, hm? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Schlau, schlau. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können überall nicht Blut heim. Hängen. Der Wolfskönig und sein Rudel. Keine Angst, ich beschütze dich vor dem Wolfskönig. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helfe dir hoch. Zumindest ist Ciri mal richtig nett, ne? Wie Geralt. Wölfe! Schnell, versteck dich! Oh Gott. Natürlich hier auch keine... Ah, keine Zeichen, die ich benutzen kann. Aber zum Glück machen die nicht so viel Schaden, dass ich auch noch ein bisschen aushalten kann hier. Ich muss nicht die ganze Zeit engagen. Ah. Oh Gott. Vielleicht komme ich ja zu den Zeichen. Vielleicht hat ihr so ein ultimatives Zeichen, ne? Und es wird erst fest freigelegt, wenn ich es... genau benötige.
so zerstöre alle Gegner mit einem Zeichen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Holzschläger, so erstmal alles. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Wo lang? Mädel. Okay, ich folge dir. Ah, die HP werden wieder hergestellt. Sehr gut. So, was ist da? Ein kaputtes Wrack. Mitten. Schau mal. Im Land. Da ist etwas. Oh. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Versteck dich lieber unter den Gedärmen. Ich muss mir was ansehen. Sieht aus wie ein Werwolf, so zerfleischt wie das ist. Was untersuche ich zuerst? Augen, Kopf, Brust oder Beine? Bauch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Gucken wir mal am Kopf. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Die Augen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Ich will dir auch Werwolf schätzen. Oh. Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das klingt aber nicht mehr nach einem Werwolf. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Die hört er auch nicht. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Kein Mark mehr. Fassen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Also doch ein Werwolf. Ach. Ich muss jetzt mal so auf die Schulter klopfen. Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Der findet uns schon nicht. Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ja, so ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Okay. Und eben Schrei im Hintergrund. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Hundspetersilie sammeln. Okay, wo kriegen wir das gute Zeug her? Wolfsbann. Den haben wir schon mal. Was ist das hier? Mistelzweige. Ich glaube, wir müssen noch ein paar... Hundsleber müssen wir wohl noch ein paar Wölfe zerhacken. Hey, ich kann nicht ausweichen. Was ist los? Na? Nein, stirb jetzt. Die sind richtig auf Zack hier, also irgendwie. Mit Geralt. Ich hau mit Geralt eigentlich, dass ich weniger Schaden raushaue, aber irgendwie haben die Gegner hier mehr HP. Die leben viel länger. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Da, da hat er noch Wolfsleber. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Hundspetersilie. Das war doch die, oder? Yes. Das war sie. Schon wieder Schreie. Habe ich mich doch nicht verhört eben. Und nochmal Hundspetersilie. So, ich folge dem Mädchen. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich habe zufälligerweise ein Feuerzeug einstecken. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Öle. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Okay, wollen wir mal den... Oh, kann man den looten?
Weil das sieht da echt übel aus, ne? Kann man irgendwie näher dran zoomen? Zoomen? Nein, kann man natürlich nicht. Folgen wir dem Mädchen und wollen dem Wolfskönig an den Kragen gehen. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Ja, genau. Genau deswegen. Hier lang. Aber die süße Fahrt war doch durch die große Höhle. Bin ich vorbeigelaufen? Bei dem süßen Fahrt waren noch diese drei Hexen gewesen. Da ist eine Höhle. Da hat sie recht. Aber hier war ich doch schon. Auf dieser Map war ich. In dieser Höhle war ich schon drin. Mit Geralt zumindest. Hast du Angst? Und du? Nein. Aber da war nichts Besonderes drin gewesen. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Versteck dich. Oh Gott. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich funktioniert dein Öl, Wesimir. Boah, das kommt ja richtig böse rein. Was geht denn bei dir, ey? Da muss ich ja keine Gedanken, da kann ich ja voll reingehen, ey. Voll Infight, gib ihm. Jawohl, und noch den Arm abgehackt. Nee, doch, das war der Arm, aber irgendwie hat er den Arm noch. Mann, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Bisschen Gregor, dunkel eingestellt, ne? Du kannst rauskommen. Na komm. Kann man das noch irgendwo jetzt? Ne, kann man nicht einstellen. Wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Okay. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Okay, läuft. Läuft. Wie lange dürfen wir jetzt mit Ciri spielen? Ladezeiten. Zum Glück sind die Ladezeiten nicht hier wie bei GTA 5. Das sind die Ladezeiten des Todes. Oh, auf jeden Fall reichlich zu essen gibt's. Das hätten sie tagelang nicht gegessen. Ach, das ist der blutige Baron. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Na, gib ihm eine Schelle. Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Hm. Na, schmeckt der Eintopf? Tut übrigens die Handschuhe aus, den Ciri. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Irgendwie kommt es mir vor, als hätte irgendwelche Hintergedanken dabei. Oh, so weiß. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Spacken, rück raus. Sag es mir, es ist wichtig. Ich will... Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Ach, jetzt hier muss ich erstmal deine Frau und deine Tochter besorgen, ja? Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Oh,
Abgemacht, komm. Gut, ich helfe dir. Müssen ich ja ein bisschen was in unsere Familie, Let's Plays reinpacken. Aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Oh, da steht ein Zahnraffel da vorne und kann der bestimmt gefallen. Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise. Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Also. Dann lass mich dorthin. Gib mir die Schlippe. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. So, jetzt gucken wir, bevor wir hier weiterspielen, ob wir das Ganze allgemein. Nein. Nachbearbeitung. Nein. Spiel. Nein. Okay. Ich werde mich mal schlau machen, wie ich die Helligkeit ein bisschen erhöhen kann. Ich meine, im Spiel sieht es ganz gut aus, aber wenn ich das daneben so im Aufnahmeprogramm sehe, ist es doch ziemlich dunkel. Meine Tochter liebte Tiere. Vielleicht mein Bildschirm einfach heller eingestellt. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das mal vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist mein Goldring geklaut. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Räuchermittel. Unsere Schlafkammer. Und der Schlüssel. Tamaras Zimmer ist dort. Eröffnet. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Safran? Oh Gott. Ich habe eine Spur gewittert mit meinem sehr, sehr zarten Näschen. Sie ist hier runter. Soll ich jetzt erst noch in die andere Tür oder soll ich... Komm, wir gehen erstmal runter. Wir folgen der roten Spur. Die geht in den Keller. Keller, links lang. Sind wir jetzt im Keller oder sind wir im Erdgeschoss? Oh, nochmal links. Ist hier unten die Küche? Hat die hier irgendwie Wolfsfell? Hm. Seil. Nein, irgendwie nichts Brauchbares. Nicht, dass sie irgendwas versteckt hat, bevor sie weitergelaufen ist. Deswegen gucken wir lieber mal. Abgeschlossen. Das hat den Schlüssel geöffnet. Zwergenschnaps. Alkohol. Okay, die hat hier Rituale gemacht, so wie es aussieht. Ein Zettel. Ein Gebet. Lass mich raten, wir müssen dieses Gebet jetzt erstmal angucken. Ach ja. Weihrauch. War das hier? Ein Gebet. Ah, ja, schon immer das Gebet gelesen. Die mussten es nicht angucken. Aber die Schale. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Okay. Hinweis Nummer 1. Was gibt's hier noch? Nicht. Ja, nicht. Okay. Achso, jetzt muss ich wieder hoch. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich die anderen Räume untersuchen. Hoffe ich nicht, dass ich jetzt nochmal hier runterlatschen muss. So, von wo bin ich gekommen? Von da oben. Um die Ecke. Ah, der läuft genauso wie Snake von Metal Gear. Habe ich das Gefühl. Ein Kerzenständer. Leuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Was nehmen wir alles mit? Oh, wieder Weihrauch. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück.
Oder hofft, es zumindest. Also hat der schon mal nichts mit dem Verschwinden zu tun. So, hier ist nichts. An der Decke vielleicht? Nein. Ich sehe schon, ich übersehe wahrscheinlich wieder so einen ganz kleinen roten Punkt oder so. Abgeschlossen. Okay, kann ich nicht raus. Was ist hier drin? Seide. Nochmal Seide. Nur das Feinste und Beste. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Also ich sehe jetzt nicht mehr. Entweder bin ich jetzt total blind. Da hinten vielleicht noch was drin. Ah, ich sehe schon. Rechts. Eine Geheimtür. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Die Wand sieht anders aus. Hier hing. Testen wir das einfach. Druckwelle. Nein. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Stimmt, vielleicht hat sie mit dem Bild was versteckt. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Erstmal eingesteckt. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Aber das müsste dem Baron auffallen. Dass das Bild auf einer anderen Seite hängt auf einmal. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm. Wie könnte der Kampf stattgefunden haben? Ich muss nach Hinweisen suchen. Hexersinne? Muss ich jetzt erst nur die Hexerin das Teil untersuchen? Nein, muss ich nicht. Scheinbar geht's hier noch weiter. Yes. Okay. Jetzt lauter Holzspäne auf dem Boden. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Hat er jetzt am Boden geleckt? Sag jetzt nicht auch in den Keller. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Oh, eine Holzdiele im Boden. Hm. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Gegen irgendwas, was die Treppe hochlaufen kann, würde ich mal behaupten. Und deswegen auch dieses Weihrauch. Vielleicht eine Gestalt. Eine Mittagserscheinung. Beziehungsweise Abendserscheinung. So, wo muss ich jetzt hin? Wo geht's denn jetzt die Treppe runter? Ich hab mich verlaufen. Ja, jetzt heißt es, ich muss wieder nach oben. Nee. Ist der Pfeil nach unten? Nein, der Pfeil ist nach oben. Das heißt, ich muss nach oben. Scheiße. Ah, okay. Da geht's noch weiter nach oben. Logisch. Bin noch runtergelaufen. Na, Suche beendet? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Wahrscheinlich die Pfeife da. Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich muss mit dem Weideler reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen wahrscheinlich und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will nach dem seine Hobbys interessieren mich nicht. Hobby, Ziege vögeln. Findet die Hütte des Weidlers. So, hier Runner. Was faselst du da? Ja, wo muss ich hier lang? Kann ich nicht einfach rechts raus? So, bevor wir weiterlaufen, gehen wir natürlich hier. Noch
Unsere Rüstung schärfen, unsere Waffe schärfen. Unsere Rüstung schärfen, genau. Ich zerschneide die Gegner mit meinem Kettenhemd. Das Quest hier nehmen wir auch noch an. Scheinbar gibt es da noch ein neues. Fliegende Fäusten wählen. Naja, da würde ich gerne mitmischen. Aber ein andermal, momentan muss ich die Frau und das Kind des Barons finden. Krähenfelsrennen. Okay. Ein Rennen mit dem Pferd. Vielleicht können wir da tolle Sachen freispielen. Ah, werden wir sehen. Aber ich denke, bevor wir es den Weidel erfinden, werden wir wieder einen Kurzbreak einsetzen. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Jetzt mal mit Facecam. Falls ihr das öfter so wollt mit Facecam oder ohne, wie es vorher war, könnt ihr mal Bescheid geben. Ansonsten bleibt knusprig, haut rein. Ciao.